So zeigt sich, ob die persönliche Entwicklung noch in den Kinderschuhen steckt. Eines gleich vorweg, es sind sehr kleine Schritte, die man macht, wenn der Charakter und seine Entwicklung immer noch in den Kinderschuhen feststecken. Viele Erwachsene leiden unter dieser Verzögerung. Die Psychologie hat sogar einen Namen dafür, das Peter Pan-Syndrom. Ähnlich wie diese Kultfigur der Kinder- und Jugendliteratur wollen auch echte Menschen einfach nicht erwachsen werden. Manchen wurde dieser Weg auch verwehrt, aber meistens ist es die höchstpersönliche Weigerung, die diesen Prozess behindert. Es ist ja auch nicht gerade bequem, jeden Tag Entscheidungen zu treffen, Rechnungen zu bezahlen und Verantwortung zu übernehmen. Woran du im Alltag erkennen kannst, dass du es mit solchen Menschen zu tun hast, das verraten wir dir in unserem heutigen Video. Wenn du noch nicht Teil unserer großartigen Community bist, dann laden wir dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. Es fehlt ihnen an Selbstbewusstsein. Große Kinder, die als Erwachsene getarnt durchs Leben stolpern, sind sich ihrer Stärken nicht immer bewusst. Ihrer Schwächen leider auch nicht, was zu ziemlich irritierenden und verwirrenden Situationen führen kann. Unreife Persönlichkeiten kennen sich selbst nicht. Sie trauen sich wahlweise zu viel zu oder viel zu wenig. Beides ist im Alltag kontraproduktiv. Das Leben und Arbeiten mit ihnen wird dadurch schwierig bis unmöglich. Selbstzweifel, Mutlosigkeit, aber auch gnadenlose Selbstüberschätzung sind nur einige der Nachteile, die damit einhergehen. Nummer 2. An der Vergangenheit halten sie beharrlich fest. Ewige Kinder können zwar nicht erwachsen werden, aber den meisten von ihnen fällt es sogar schon schwer, im Hier und Heute anzukommen und dort auch zu bleiben. Unreife Persönlichkeiten zeichnen sich sehr oft dadurch aus, eine übertrieben starke Bindung an ihre Vergangenheit zu erleben. Falsche Nostalgie hält sie gefangen und sie wären überall lieber als dort, wo sie gerade sind. Alter Groll und Wunden aus längst vergangenen Tagen werden so immer wieder gehegt und gepflegt. Nummer 3. Sie drücken sich nicht verständlich aus oder kommunizieren gar nicht. Sprache zu beherrschen bedeutet nicht, sie auch für gelungene Kommunikation zu nutzen. Manche Menschen sagen viel und zeitgleich nichts. Wieder anderen muss man jedes Wort aus der Nase ziehen. Das Ergebnis bleibt dasselbe. Missverständnisse sind vorprogrammiert, ein Miteinander wird schwierig und eine Seite muss konsequent raten, was in der anderen wohl gerade vorgeht. Wer emotional noch nicht seinem biologischen Alter entspricht, ist es irgendwann gewohnt, hofiert und umsorgt zu werden wie ein unmündiges Kind. Jeden Wunsch von den Augen abgelesen zu bekommen, ist Teil dieser imaginären Vereinbarung. Nummer 4. Ihre Komfortzone verlassen sie so gut wie nie. Wer nicht erwachsen werden möchte, hat in aller Regel auch keine großen Pläne. Diese Leute gefallen sich in der Rolle der ewigen Kinder und genießen es meistens sehr, für das süße Nichtstun auch noch belohnt zu werden. Ihr Heimatplanet ist die Komfortzone. Dort kennen sie sich aus, dort gibt es nichts zu befürchten. Anstrengen muss man sich auch nicht, aber zustande bringen wird man in der Komfortzone nur leider auch nichts. Nummer 5. Mit konstruktiver Kritik können sie nicht umgehen. Kritik einstecken lernt man am Weg ins Erwachsenenleben höchst unfreiwillig und meistens ohne Vorwarnung. Es gehört zum Spiel des Lebens einfach dazu, nicht immer gewinnen zu können. Kein Mensch wird gerne kritisiert, das steht außer Frage. Aber mit den Jahren lernen wir, negatives Feedback einigermaßen würdevoll zu akzeptieren. Und natürlich ist auch nicht jede kritische Äußerung per se verwerflich oder schlecht. Wir können uns gar nicht weiterentwickeln, wenn wir nicht wissen, wo wir noch nachschärfen müssen. Doch genau hier liegt der Hund begraben. Emotional unreife Menschen haben gar kein Interesse daran, an sich zu arbeiten oder zu wachsen. Nummer 6. Mitgefühl und Empathie sind ihnen fremd. Wir alle wissen, wie grausam und schonungslos Kinder sein können. Stecken sie im Körper eines erwachsenen Menschen, ändert sich an dieser unschönen Tatsache nichts.
Emotional unreife Menschen verfügen über keinerlei Mitgefühl oder Empathie. Wie es ihren Mitmenschen geht und wer vielleicht Hilfe oder Verständnis ganz gut gebrauchen könnte, interessiert sie nicht. Sie sind immer noch die kleingeistigen, verwöhnten Menschenkinder, die erwarten, dass die ganze Welt sich nur um sie dreht. Nummer 7. Sie übernehmen keinerlei Verantwortung für ihr Handeln. Emotionale Unreife ist kein Freifahrtschein für schlechtes Benehmen. Leider hat sich diese Wahrheit noch nicht überall verbreiten können. Manche Menschen meinen tatsächlich, dass für sie andere Regeln gelten und sie niemals für Versäumnisse zur Rechenschaft gezogen werden. Das soll gefälligst jemand anderer für sie tun. Meistens finden sie sogar wen, dem sie die Schuld für ihre eigene Unfähigkeit in die Schuhe schieben können. Nummer 8. Ihre Gefühle gehen häufig mit ihnen durch. Wutausbrüche, Tränen, Zornesröte und die Trotzphase. Sie alle sind nie vorbei und fixer Bestandteil des täglichen Zusammenseins, ginge es nach emotional unreifen Menschen. Ihre Gefühle behalten stets die Oberhand, obwohl es im Erwachsenenleben eigentlich genau umgekehrt sein sollte. Es erklärt sich von selbst, dass ein Alltag angesichts solcher emotionalen Höhen und Tiefen in all ihrer Unberechenbarkeit mehr als nur herausfordernd sein wird. Man weiß nie, woran man ist mit solchen Kindern in Erwachsenengestalt. Unser heutiges Fazit: Wer im Kindergarten bleiben will, muss damit rechnen, wie ein Kind behandelt zu werden. Emotionale Reife ist eigentlich unabdingbar, wenn man in der Welt der Erwachsenen Fuß fassen möchte. Dort herrschen nun einmal andere Gesetze und man haftet voll inhaltlich für alles, was man sagt und tut. Menschen, die sich weigern, ob bewusst oder unbewusst, den Schritt in die Welt der Erwachsenen zu wagen, machen es sich gerne einfach. Sie verweigern die Verantwortung, kennen weder Mitgefühl noch Verständnis und sie wollen auch nichts aus ihrem Leben machen. Sie bleiben passiv und lassen sich vom Leben treiben. Für sie ist das alles kein Problem. Schwierig ist es für ihr Umfeld, dauerhaft mit ihnen leben oder arbeiten zu müssen. Große Kinder tagtäglich wie einen tonnenschweren Mühlstein mit sich herumzuschleppen, kostet Kraft und Nerven. Wer dann auch noch für sie die Kastanien aus dem Feuer holen muss, verspürt nicht lange die Lust, dieses Ungleichgewicht zu stemmen. Wer sich wie ein ewiges Kind verhält, darf sich also nicht wundern, wenn er wie ein Kind behandelt wird. Wie wir in den Wald hineinrufen, so hallt es bekanntlich zurück. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald!